gegessen. Ihr kennt wahrscheinlich das Suppenkoma. Jetzt schön vollgefuttert, so ein bisschen Gemütlichkeit macht sich breit. Da ist ein Vortrag über Design, genau das Richtige. Keine komplizierte Technik, kein Coding, sondern viel Bilder, viel Information, also zurücklegen und entspannen. Mein Name ist Alexander Metzler. Ich habe 4 Jahre lang Design an der Fachhochschule in Mainz studiert. Habe währenddessen angefangen, für das ZDF an der Mediathek mitzuarbeiten. Bin für die Videoinhalte, also meine Abteilung, für die ich arbeite, ist für die Videoinhalte dort verantwortlich. Und parallel habe ich unter der Marke A-Fusion ein Designbüro für Corporate Design und Webdesign in Frankfurt in der Bürogemeinschaft. Corporate Design, für diejenigen, die mit dem Begriff nichts anfangen können, das ist im Prinzip die Schaffung von einer Gestaltungswelt für ein Produkt oder für eine Marke. Das geht klassischerweise beim Logo oder Signet los, geht über Visitenkarten, Printprodukte, bis hin natürlich zu Webseiten, Fahrzeugbeschriftung. Das wird dann alles festgelegt mit bestimmten Zielen. Als ich angefangen habe, diesen Vortrag, das ist übrigens eine Premiere heute, also ich habe weder jemals auf dem Joomla.de noch habe ich jemals diesen Vortrag gehalten, also mal schauen, wie es läuft. Als ich den Vortrag vorbereitet habe, habe ich mir selbst die Frage gestellt, was ist denn überhaupt Design, und habe diverse Formulierungen mir mal durchgeschaut, und die schönste, die ich eigentlich gefunden habe, ist von einem Hochschulprofessor namens Erik Schmidt. Der hat es definiert mit: Design ist die Verknüpfung von Schönheit und wirtschaftlichem Erfolg. Wirtschaftlichem Erfolg deswegen, weil wir Designer immer auch zweckorientiert arbeiten. Das ist auch das, was unsere Arbeit unterscheidet von Künstlern. Kunst kann zweckfrei sein, kann sich irgendwo im luftleeren Raum etablieren. Design ist immer auch zweckgebunden. Wir wollen Orientierung geben, wir wollen Leute beeinflussen. Drückt jemand den roten Button oder er den blauen Button? Kauft meine Freundin ihre nächsten Schuhe in dem Online-Shop oder in dem Online-Shop? All das sind Sachen, die wir mit Design beeinflussen wollen. Und da meistens jedenfalls ein wirtschaftlicher Zweck dahinter steckt, ist unsere Arbeit eben auf jeden Fall auch wirtschaftlich orientiert. Warum eigentlich ein Vortrag über Design auf dem Joomla.de? Nun, zum einen arbeite ich, wenn ich Webprojekte mache, selbst mit Joomla seit vielen, vielen Jahren und habe die JUG Rhein-Main mitgegründet. Also wenn hier Leute aus dem Großraum Rheinland-Pfalz, Hessen sind, sprecht mich gerne mal an, kommt mal zu unseren Treffen, würde uns sehr freuen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass wenn ihr bei euren Kunden seid oder der Entwickler eine schöne Funktion gemacht hat und dann beim Kunden ist und ihm Joomla verkaufen will und ihm dann das hier zeigt, dass der Kunde damit nicht wahnsinnig viel anfangen kann. Das hier ist das Backend von Joomla 3.0, entfernt von jeglichen Styles, aber voll funktionsfähig. Man kann, ich habe es selbst probiert, in dieser Variante, man muss nur sehr, sehr weit scrollen, durchaus Artikel einfügen, man kann ganz normal damit arbeiten, aber es ist weder sexy, noch ist es natürlich erfassbar. Das heißt, die Aufgabe vom Designer ist, das Ganze in eine schöne Aufteilung zu verpacken. Wir haben hier schöne Modalboxen mit Schatteneffekten, wir haben kleine Icons, die Orientierung geben, visuelle, wir haben Aufteilungen. Wir bieten Führung, wir bieten Orientierung, und das Ganze soll fürs Auge eben auch Spaß machen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, eben eine emotionale Ebene da reinzubringen. Wir machen also Design, damit Nutzer nicht abgelenkt werden vom eigentlichen Content, indem sie überlegen müssen, wo bin ich denn, wo will ich hin? Wir wollen also, dass sie nicht nachdenken müssen. Wir wollen mit einem guten Design Vertrauen schaffen. Denn gutes Design, eine gute Benutzerführung, die gibt dem User das Gefühl, ah, hier bin ich richtig, hier werde ich nicht abgelenkt, hier irritiert mich nichts. Und das überträgt sich auch alles auf das Image und das Produkt von der Marke, auf das Image und auf das Image von einem Produkt oder einer Marke. Wir wollen also den User auch durchaus beeinflussen. Kaufentscheidungen, Newsletter abonnieren, Call-to-Action-Button, Landing-Pages, alles das sind Elemente, wo wir User mit Gestaltung zu bestimmten Aktionen bewegen wollen, die natürlich vorher definiert sind. Ich
plaudere auch einfach mal so ein bisschen aus meinem Agentursalltag, weil ich unter anderem auch direkt für Kunden arbeite, auch für Agenturen als Designer. Und habe mir mal überlegt, was sind denn eigentlich so die typischen Workflows, was sind denn so die Zutaten? Zum einen haben wir hier vielleicht auch Entwickler jetzt gerade im Publikum sitzen, denen möchte ich die Spezies Designer ein bisschen näher bringen. Ist mir also wichtig, damit dass ihr versteht, warum wir jetzt unbedingt noch 2 Pixel Margin da wollen, obwohl es vielleicht in euren Augen doch eigentlich banal ist. Und das andere ist für diejenigen, die sich mit Gestaltung beschäftigen, mit Webdesign und vielleicht, das heißt ja Grundlagen, mein kleiner Vortrag hier, die sollen, oh, ich habe meine Uhr nicht gestartet, ganz wichtig, die sollen eben ein paar Grundregeln mit auf den Weg geben. Und dann habe ich mir mal überlegt, wie funktioniert denn so ein normaler Workflow? Und dann habe ich am Anfang, brauche ich Inspirationsquellen. Ich muss mir irgendwo Sachen angucken, die ich adaptieren kann. Erik Spiekermann, sehr bekannter deutscher Typograf, hat mal gesagt, nicht klauen, nachmachen. Finde ich eine ganz gute Definition. Und wo sind denn solche Inspirationsquellen? Also während meinem 4-jährigen Studium habe ich eben war meine Hauptveränderung in meiner Wahrnehmung, dass ich ganz anders durch die Welt gelaufen bin. Also vor diesem Studium bin ich an Werbeplakaten vorbeigegangen, habe sie vielleicht gestreift. Heute stehe ich davor, gucke mir das genau an, analysiere das. Wie ist die Fotografie zur Typografie inszeniert? Warum geht es da hinten in die Unschärfe? Warum hat der Designer hier 2 Schriftarten miteinander gemischt? Was will er uns vielleicht damit ausdrücken oder vielleicht auch nicht? Das ist natürlich auch immer eine Interpretationsfrage. Aber ich habe mich für die Themen sensibilisiert. Und als Inspirationsquellen können ganz viele verschiedene Medien. Was ist das hier eigentlich? Das bleiben wir mal weg. So. Ganz viele verschiedene Medien über Magazine, Layouts, Spalten, Typografie, Filmplakate, Licht in verschiedenen Filmszenen. Also ganz oft ist das Licht in der Filmszene ein Gestaltungsmittel, was der Regisseur bewusst gewählt hat. Oder da kommt hinten eine Farbe rein oder es erscheint immer mal wieder etwas im Hintergrund, was vielleicht grün leuchtet. Das hat meistens auf der Metaebene Bedeutung für den Film. Dafür kann man sich eventuell ein bisschen sensibilisieren. Wie kann ich die Zielgruppe junge Mädchen ansprechen? Oder vielleicht auch gerade nicht? Oder wie, wie kann ich so ein Plakat interpretieren? Ich habe vorhin gesagt, Design und Kunst ist natürlich ein großer Unterschied. Aber Kunst kann mir durchaus trotzdem zur Inspiration dienen. Wenn ich zum Beispiel so einen alten Van Gogh mal durch den Adobe Cooler jage, ein Tool, was mir eben Farbvorschläge bietet, dann bekomme ich hier eine wunderschöne Farbpalette und zwar von einem alten Meister. Das sind natürlich Tools, die uns heute zur Verfügung stellen. Das macht wirklich Spaß. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Design für einen Hofladen für einen Bauernhof mache und vielleicht ist die Bäuerin, die frischen Eier morgens verkauft, sogar noch ein bisschen kunstaffin und ich sage ihr, dass die Farbwelt für ihre neue Broschüre auf Van Gogh basiert. Das ist doch fantastisch. Dann. Also sie wird es lieben. In Frankfurt, also ich bin wie gesagt in Frankfurt angesiedelt mit meiner Firma, haben wir im Moment diese Plakataktion von Licher. Ich habe damit nichts zu tun gehabt, ich habe es einfach mal interpretiert, vielleicht weiß es auch jemand besser, aber das ist so meine Interpretation. Licher hatte ja bis jetzt immer diese wunderschönen Vogelperspektiven über Naturlandschaft, die am Ende dann eben mit dem Eisvogel, der in das kristallklare Wasser eintaucht und die Botschaft vermittelt, gearbeitet und ich glaube, man hat jetzt festgestellt, Mensch, wir wollen doch nicht, dass unser Bier immer nur im Wald getrunken wird. Wir möchten die Stadt erobern. Die Leute sollen sich da einfach ein bisschen wiederfinden. Dann hat wahrscheinlich jemand anders gesagt, oh, aber nicht zu tief in die Stadt, weil wir sind doch das natürliche Bier, wir brauchen das. Wie machen wir das? Mensch, wir machen einen Garten und im Hintergrund die Silhouette der wunderschönen Großstadt Frankfurt. Der kleine Turm, der Frau aus dem Kopf rauskommt, ist übrigens der Messeturm. Da wohne ich, wenn ihr mich mal besuchen wollt in der Nähe. Und wir alle kennen das. 11.30 Uhr, wir sitzen in unserem Garten unter der Woche mit unserem wunderschönen Partner, haben so ein bisschen locker das Bier in der Hand und der Blick schweift so ein bisschen auch in die Ferne und es ist einfach auch schön. Da kommt einfach der Funke, der da überspringt. Und dann hat aber einer gesagt, aber den Eisvogel, den müssen wir mit reinbringen, weil die Leute kennen den Eisvogel, den wollen wir auf jeden Fall hier noch platzieren.
Wahrscheinlich in der nächsten Kampagne wird er vielleicht nicht mehr dabei sein, da bin ich mal gespannt. Und natürlich da oben eine wirklich schöne Wortkombination, um das Thema Natur auch in dieses Motiv nochmal mit einzubinden, natürlicher. Also ich finde es alles in allem gelungen. Ich mag es auch deswegen, weil natürlich hier Frankfurt im Hintergrund zu sehen ist. Aber so habe ich das mal, also so wirkt so ein Plakat auf mich, wenn ich eben morgens irgendwie an der Bushaltestelle stehe und Zeit habe, über solche Sachen zu philosophieren mit mir selbst. Wenn ich Design mache, sollte ich ein paar Regeln kennen und auch befolgen. Das Schöne im Design ist, dass Regeln auch immer gebrochen werden können. Wenn wir sie allerdings brechen, sollte das immer auch bewusst passieren und aus einem guten Grund heraus. Ich möchte euch mal ein paar ganz wichtige grundsätzliche Usability-Regeln vermitteln. Und da ist als Designer natürlich auch immer der Drang, ich will mich natürlich selbst ausprobieren. Ich will natürlich der Welt einen neuen Stempel aufdrücken, will sagen, hier, ich habe ein neues Konzept und das ist toll und so weiter und so weiter. Und da steht auf der anderen Seite sind natürlich die Usability und Accessibility-Ritter mit ihren Schildern, die da stehen und sagen, nein, also lasst es mal lieber so, wie die Leute das gewohnt sind. Und meistens, muss ich sagen, haben die damit eben auch recht. Trotzdem, wenn man diese Regeln kennt und beherrscht, kann man die natürlich so gestalten. Wenn ich die aber breche, dann sollte das einen gewissen Mehrwert haben, weil damit ja ein gewisser Lerneffekt verbunden ist. Wie kann ich also eine Usability erreichen? Um das zu wissen, muss man erstmal ein bisschen was über das Nutzerverhalten wissen. Wir denken ja immer, Mensch, der kommt auf meine Seite und den interessiert das alles, was ich hier blocke und was ich zu schreiben habe. Und meine Sidebar guckt er durch und mein Footer guckt er durch und da oben meine Kontaktdaten. Wird er alles lesen? Nein, er wird es nicht tun. Er wird die Seite maximal mal schnell überfliegen. Und meistens ist es so, dass der Nutzer gerade in dem Moment eine einzige Information sucht. Das heißt, ich habe so eine riesen Webseite, aber der sucht vielleicht nur die Telefonnummer. Wie oft gehen wir auf Webseiten, weil wir die Telefonnummer suchen? Oder die Adresse? Oder. Also es ist meistens eine gute Idee, die Adresse oder Telefonnummer sehr prominent irgendwo im Layout zu platzieren, die Kontaktdaten nicht irgendwo auch nicht im Footer verstecken, es sei denn, es hat, wie gesagt, irgendwelche guten Gründe, aber oft ist es so, wir suchen ganz oft diese kleinen Informationen und die sollten wir eben auch bereitstellen. Das ist im Prinzip gelerntes Verhalten vom User, das kennt er durch Magazine durchblättern, wir überfliegen Überschriften, wir seppen im Fernsehen alles schnell, bis wir genau die Informationen finden, die wir suchen. Alles andere wird eigentlich ausgeblendet. Eine Usability erreichen wir, indem wir eine visuelle Hierarchie bieten. Das ist im Prinzip eine Binsenweisheit, aber es wird auch immer mal wieder falsch gemacht. Sehr Wichtiges soll eben groß und dick, weniger Wichtiges etwas weniger auffällig und nur ein bisschen wichtig entsprechend klein sein. Man kann im Webdesign eben wunderbar mit den H1, H2, H3 Überschriften arbeiten und die Artikel nach Wichtigkeit entsprechend zueinander gliedern, also schafft visuelle Hierarchien. Beachtet Konventionen. Konventionen sind deswegen Konventionen, weil sie sich über einen längeren Zeitraum in breiter Masse etabliert haben. Also zum Beispiel Straßenschilder, weiß ich genau, die suche ich an der Ecke von Straßen. Die werden nicht irgendwo mittendrin sein. Und die werden meistens entweder an der Häuserwand, so etwa einen Meter über Kopfhöhe, oder aufgestellt am Rand sein, aber die werden niemals irgendwie da oben sein oder da unten sein oder mittendrin sein. Das ist eine gelernte Konvention. Das sollte man nicht brechen. Also zum Beispiel weiß ich, dass ein großer farbiger Balken mit Links auf einer Webseite ist meistens die Hauptnavigation. Das ist eine Konvention, die hat jeder gelernt, die versteht jeder. Oder Links sind unterstrichen, da kann man draufklicken. Wenn ich zum Beispiel mit dem JCE-Editor arbeite, konfiguriere ich den immer so, dass ich diesen Unterstreichen-Button da rausschmeiße, weil ich nicht möchte, dass meine Redakteure Text unterstreichen. Warum? Weil, wenn Text unterstrichen ist, denken die User, sie können da draufklicken. Und dann ist es blöd, wenn der Text unterstrichen ist und da passiert eben nichts. Deswegen nehmt denen einfach die Möglichkeit, es sei denn, es gibt einen guten Grund, der dagegen spricht, damit solche Konventionen eben eingehalten werden. Das Schild habe ich mal zur Verdeutlichung gemacht. Das ist zum Beispiel in der Iconsparer, Icons jetzt, wenn ihr die runterladet, habt ihr immer auch sowas. Typisches Zeichen von Gefahr oder wichtiger Information.
Ach ja, ich entschuldige mich für die schlechte Qualität von dem Foto, aber das musste ich noch reinbringen. Das ist nämlich die Tür von meinem Hotelzimmer, wo ich hier wohne, um die Ecke. Und zwar war das so, das haben diese wunderbaren Chipkarten, es gibt ja heutzutage keine Schlüssel mehr. Jetzt ist es so, man kommt an die Tür und das gelernte Verhalten ist natürlich Schlüssel ins Schlüsselloch. Das Schlüsselloch ist unter der Klinke. Was habe ich also gemacht? Ich habe meine Chipkarte hier davor gehalten, nichts passiert, rumgedreht, nichts passiert, mal irgendwie so da rumgerieben, nichts passiert. Es war aber auch duster, das muss man noch dazu sagen, bis mir dann irgendwann mal eingefallen ist, da oben ist ja noch was. Da ist tatsächlich ein kleiner schwarzer Schlitz in dieser schwarzen Ausbucht und das ist der Sensor, mit dem man dann die Tür aufmacht. Also ich wusste es nicht, das musste ich erst dann neu lernen, weil hier eine Konvention gebrochen wurde. Wenn man dann so schlau gewesen wäre, das hier wegzulassen, dann wäre ich vielleicht auch nicht auf die Idee gekommen, hier unten rumzumachen, hätte mich gleich da oben darauf konzentriert. Aber das fand ich ein ganz gutes Beispiel für einen Konventionsbruch, der mich aber auch völlig verwirrt hat. Und wenn man dann noch nachts um zwei irgendwie auf allen Vieren von der Joomla-Feier und dann soll man das noch verstehen. Konsistenz und Orientierung, ganz wichtig, also lasst die Elemente, die zur Orientierung dienen, immer an der Stelle, wo sie sind. Hauptnavigation sollte auf allen Seiten gleich sein, Subnavigationselemente sollten auf allen Seiten gleich sein und bietet zusätzliche Orientierungspunkte, indem ihr zum Beispiel Breadcrumbs anlegt, um die Möglichkeit zu bieten, wo bin ich. Arbeitet mit aktiven Farben, mit der Klasse Active, wenn ihr Unternavigationspunkte anvisiert, dass die eben eine andere farbige Kennzeichnung bekommen. Gebt dem User einfach so viel Orientierung wie nötig, damit er sich immer bewusst ist, wo er sich befindet. Und wenn ich mit dem Kunden Navigationskonzepte durchspreche, dann finde ich das ein ganz tolles Bild. Ich sage meinem Kunden dann immer, stellen Sie sich vor, Sie kommen in den Baumarkt, Sie kommen durch die Eingangstür und dann sehen Sie verschiedene große Gänge mit riesigen Plakaten, da sind die Werkzeuge, da ist Sanitär, Garten, Holz, whatever. Und ich suche jetzt zum Beispiel Schrauben, dann gehe ich vielleicht zur Metallabteilung und dann laufe ich dann da rein und dann sehe ich kleinere Schilder und da sind vielleicht dann irgendwann meine Schrauben, dann gehe ich dahin und dann gucke ich in den Regalen, wo sind denn die Schrauben mit der Größe, die ich will. Das ist eigentlich ein super Konzept, um dem Kunden klarzumachen, was will ich denn mit meiner Navigation erreichen. Und ich kann aber auch, wenn ich darauf keine Lust habe, gleich zu der Dame gehen, die vorne immer freundlich bei der Information sitzt, sagen, ich sage mal, wo sind dann die Schraube? Dann sagt die mir, gehen Sie den Gang dahinter. Das wär ungefähr die Suche. Ne? Wenn ich auf einer Webseite dann keine Lust habe, die Navigation zu durchforsten, dann kann ich meinen Begriff in der Suche eingeben und bekomme da meine konsistente Orientierung. Und ganz wichtig, Nutzloses weglassen. Das ist in Zeiten von Responsive, von Mobile-Anwendungen, Tablet-Computern etc. Bezieht sich diese Maxime im Prinzip auf Gestaltungselemente sowie auch auf Content. Nutzloses weglassen, dadurch wird unser Angebot übersichtlicher und das, was tatsächlich drinsteht, bekommt gleichzeitig mehr Gewicht. Also auf jeden Fall eine gute Idee. Wenn man diese Konventionen, diese Regeln kennt, dann kann man sie allerdings auch brechen, um bewusst einen Nutzer in die Irre zu führen. Ein schönes, beeindruckendes Beispiel finde ich eben im iOS-Mobile-Bereich gibt es eine Funktion, die nennt sich Advertising irgendwas, die erlaubt es, Werbetreibenden anonymisiert Nutzerverhalten zu analysieren. Und allerspätestens seit Prism wissen wir ja alle, dass wir das eigentlich nicht so gern mögen. Wir würden das per Default ist es aktiviert, was schon schlimm genug ist. Wir würden es also gerne deaktivieren. Also würde ich in meinen Einstellungen gucken, würde ich sagen, ach ja, im Datenschutz, da würde ich das doch vermuten, da kann man das deaktivieren. Weit gefehlt diese Funktion, die versteckt sich nämlich unter Allgemein, dann in Info, dann ganz runter, die Infoleiste ganz runter, unter Werbung. Und dann ist es im Deutschen so, dass man die Beschriftung des Ad-Trackings noch nicht mal komplett lesen kann. Also man kann noch nicht mal ganz vermuten, was ist das überhaupt. Und dann muss man proaktiv diese Funktion aktivieren, also nochmal eine Umkehrung der Logik, um das Ad-Tracking zu deaktivieren. Also wer jetzt gerade mal Lust hat, auf seinem iPhone zu gucken, ob das so ist,
Ich fand das sehr bezeichnend für eine Usability, die bewusst durchbrochen wird. Zum Zwecke, dass man diese, vermutlich zum Zwecke, dass man diese, diese Funktion eben nicht bewusst deaktiviert. Wenn ich zum Kunden gehe für ein Designprojekt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich so viele Informationen wie möglich aus dem Gespräch raushole, damit ich später nicht im luftleeren Raum bin. Da gibt es im Prinzip so ein paar W-Fragen, die man abklopfen kann. Und das sind so die aller wichtigsten, die Essenz sozusagen. Also was macht den Kunden oder sein Produkt einzigartig gegenüber seinen Anbietern? Also was zeichnet ihn aus? Warum soll ich bei ihm kaufen als Kunde meines Kunden und nicht bei seiner Konkurrenz? Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der auf meine spätere Gestaltung Einfluss nimmt. Wie setzt sich die Zielgruppe von meinem Kunden zusammen? Ist es ein junges Publikum? Ist es eher ein älteres Publikum? Habe ich einen Anwalt vor mir, dann weiß ich, dass das Ganze eher eine seriöse, konservative Schiene wahrscheinlich gehen wird. Ist es ein junges Startup-Unternehmen, dann weiß ich, da kann ich eher mal ein bisschen draufknallen gestalterisch. Also das beeinflusst meine Gestaltung. Welcher Kontext herrscht bei ihm bzw. in seiner Branche? Sind es eher Anzugträger oder sind die untereinander per Du und locker drauf? Was ich auch liebe, ist, wenn ich einen neuen Kunden habe, wenn ich eine Betriebsbesichtigung bekommen kann da. Also wenn mich einer bei der Hand nimmt und mich mal durch die Produktionsstätten führt, wenn ich mal sehen kann, was da so gemacht wird, dann bekomme ich einen ganz guten Eindruck, was da für ein Spirit herrscht. Und diese Informationen sind für mich als Gestalter unglaublich wichtig, weil nur dann treffe ich allmählich die Richtung, in der mein Kunde vermutlich gehen möchte. Die Informationen vom Kunden, das ist wirklich das Allerwichtigste, was ich im Vorfeld kriegen kann. Ich kann keinen 0815 Standard machen, wenn ich sowas mache, sondern der Kunde hat immer die meiste Ahnung über sein Unternehmen. Die können wirklich vielleicht gestalterisch komplett daneben liegen, aber das ist ja auch nicht sein Job. Aber er weiß genau, wie ist die Historie von meinem Unternehmen, wie setzt sich die Mitarbeiterschaft zusammen, was macht mein Unternehmen aus. Das sind Informationen, die muss ich aus ihm rausholen. Auch durch geschicktes Nachfragen und sowas, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dann loslege, ist es eine gute Idee, den Kunden von Anfang an in den Gestaltungsprozess einzubeziehen. Es ist oft schlecht, sich nach so einem, das ist irgendwie immer bei dem Vortrag hier, dass so ein Moment kommt, ne? Dass ich mich 4 Wochen lang zurückziehe, dem Kunden dann das fertige Layout präsentiere und sage, hier super, da wird er sich höchstwahrscheinlich nicht wiederfinden. Also gut ist immer mal wieder kleine Milestones, Absprache, Korrekturrunden, dem Kunden die Möglichkeit geben, Einfluss auf meine Arbeit zu nehmen. Und wenn er dabei eine ganz, 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 ganz schlechte Idee hat und Kunden haben manchmal schlechte Ideen, dann ist es mein Job als Designer, mit guter Argumentation ihn davon zu überzeugen, dass es eine schlechte Idee ist. Und dann sagt der Kunde auch, passt immer, haben Sie recht, lassen wir sein. Wunderbar. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel, oder beziehungsweise 2 Beispiele, ein anderes folgt gleich, für 2-mal die gleichen Sachen. Also in dem Fall haben wir hier Möbel. Die andere Seite wird sich auch um Möbel drehen. Ich finde das Beispiel ganz schön. Es handelt sich offenbar um eine Marke, die sich ein bisschen auf edle Sachen etablieren möchte. Deluxe Lifestyle, D-Life, alles sehr feinkräftig, schöne serifenbetonte Navigation. Auch hier werden Schnäppchen angeboten. Das Ganze macht einen sehr High-Class-Eindruck. Im Gegensatz dazu eine Webseite, die eben auch Möbel anspricht. Poco Domäne kennen wir von Frau Katzenberger mittlerweile sehr gut. Und ich möchte auf gar keinen Fall jetzt irgendwie sagen, das ist ein schlechtes Design. Das ist nämlich nicht der Fall, denn es ist auch, das ist das Design für die Zielgruppe, die Poco Domäne ansprechen möchte. Poco Domäne möchte gerne billig rüberkommen und damit die Information transportieren, Kunde, bei uns bezahlst du nicht viel. Also das ist kein schlechtes Design, das ist nur eben eine ganz andere Zielgruppe und ein ganz anderer Auftrag, aber es geht 2-mal um Möbel. Wenn ich also aus so einem Meeting rauskomme und diese ganzen Informationen über Zielgruppe und Spirit und wenn ich ein Gefühl für das Thema bekommen habe, dann stehen mir Werkzeuge zur Verfügung. Im Prinzip sind diese Werkzeuge Grafiken, klar, das Icon oder Icons, das Logo oder Iconsammlungen, die ich verwenden kann.
Ich habe Medien in Form von Fotos oder Videos, die ich einbinden kann. Und ich habe den Weißraum und ich habe die Typografie. Auf die letzten beiden möchte ich gerne ein bisschen näher eingehen, weil die oft sehr, sehr unterschätzt werden in Wirkung auf eine Webseite. Also klar, zu Fotos, dass das tolle Fotos sein müssen, da muss man nicht viel dazu sagen. Wenn der Handwerksbetrieb eben sagt, ich habe hier selbstgeschossene Fotos, schön mit Schlagschatten vor der weißen Raufasertapete, da nutzt das ganze schöne Webdesign drumherum nichts. Das muss man eben ausreden, dann muss man sagen, okay, wenn Sie denn keine eigenen Fotos machen und das Geld für einen Fotografen sparen wollen, was die beste Idee wäre, also nicht das Geld sparen, sondern einen Fotografen engagieren, da muss man eben auf Stock-Footage zurückgreifen. Aber ich kann noch so ein schönes Webdesign machen, wenn dann so ein Foto kommt, ist im Prinzip der ganze Effekt dahin. Weißraum ist im Prinzip die Summe aller Flächen und Abstände innerhalb eines Layouts. Und das ist eines der stärksten Gestaltungsmittel und meist unterschätzten Gestaltungsmittel, die man so zur Verfügung hat. Ich muss leider ein bisschen Gas geben, ich bin schon hinter meiner Zeit. Im Prinzip auf der Seite jetzt hier, all diese Flächen, die hier frei stehen, ist Weißraum, Abstände. Abstände von Elementen zueinander. Im Responsive ist es jetzt natürlich noch spannender, mit Weißräumen zu arbeiten, weil wir natürlich von ganz klein zu ganz groß designen und bei ganz groß dürfen die Weißräume auch nicht so groß werden, dass die Elemente den Bezug zueinander verlieren. Also da muss man sehr fein abmessen, gucken. Ab dem Moment wird mein Layout wieder ein bisschen unklarer, ein Media Query einbauen und da entsprechend Anpassungen machen. Und Weißraum muss übrigens nicht weiß sein, der heißt nur Weißraum, weil es eben die nicht genutzte Gestaltungsfläche ist. In dem Fall ist hier eben dieses Grau ein Weißraum oder hier dieses Dunkelgrau ein Weißraum. Da oben in der Menüleiste haben wir auch tatsächlich Weiß als Weißraum. Also der Weißraum ist einfach nur die nicht genutzte Fläche und das hat man mir als Student eingebläut. Mut zum Weißraum, hat mein Prof immer gesagt. Mut zum Weißraum, hat er gesagt. Wenn ich anfange, mit einer Fläche zu arbeiten, möchte ich euch auch mal ein Tool aus der Praxis vorstellen, was ich persönlich gern benutze. Grid Systems gibt es wie Sand am Meer. Ich mag das sehr gern, weil ich von vornherein meine Abstände zur Seite und die Elementenabstände zueinander anpassen kann, die Anzahl der Spalten anpassen kann. Und dann auch nochmal eine Meldung darüber bekomme, ob hier mein Verhältnis zur maximalen Breite matcht. Das kann ich dann anpassen, das Tool hilft mir dann dabei. Probiert es mal aus, relativ selbsterklärend. Und das Schöne ist, ich kann mir direkt Vorlagen für Illustrator, Adobe oder ein PNG runterladen und kann dann im Photoshop from the scratch aus arbeiten und habe ein wunderbares Spaltenmodell als Vorlage. Zum Thema Typografie. IMEI hatte doch nichts und so war es wirklich jahrelang gewesen, bis jetzt endlich durch die Renaissance des Font-Face-Befehls, Add-Font-Face-Befehls, wir dahin gehen können, dass wir wirklich Schriften im Netz und Typografie im Netz als Gestaltungsmittel nutzen können. Vorher waren wir eben auf eine Handvoll sogenannter systemsicheren Schriften gebunden. Typografie hat sehr lange Zeit keine große Rolle gespielt im Webdesign, oder nur mit sehr abenteuerlichen Maßnahmen. Jetzt mittlerweile hat man durch den Add-Font-Face Möglichkeiten, Schriften einzubauen und mit denen auch wirklich zu arbeiten. Und in dem Zusammenhang, wer es nicht kennt, sei auf fontsquirrel.com hingewiesen. Hier habe ich eben die Möglichkeit, ganz viele Schriften nach verschiedenen Schriftfamilien zu sortieren. Ich kann eigene kleine Muster eingeben und kann sehen, wie würde denn meine Schrift wirken. In dem Zusammenhang in verschiedenen Größen, in verschiedenen Abständen, kann die also sehr schön testen. Und wenn ich eine gefunden habe, die mir gefällt, dann kann ich die über diesen Webfont-Generator, da kann ich mir ein sogenanntes Webkit erstellen. Da wird diese Schrift eben in verschiedenen technischen Typen mir zur Verfügung gestellt, mit ein bisschen CSS dabei, was ich in meine CSS einfügen kann. Und ich kann dann diese Schrift auf meinem Server sozusagen ausliefern an die Clients, die auf meine Webseite zugreifen. Das heißt, die müssen sie sich nicht runterladen oder installieren oder sonst irgendwas, sondern die greifen einfach auf den Server der Webseite zu, wo die Seite gehostet ist. Und wir haben endlich wieder die Möglichkeit, typografisch zu arbeiten. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Typografie befasst, sei darauf hingewiesen, es gibt im Prinzip zwei Hauptunterscheidungsgründe. Das eine
ist die sogenannte serifenbetonte Schrift. Serifen, das sind diese kleinen Tropfen, die ihr an dieser Art von Buchstaben sehen könnt. Und der Effekt ist eben, dass sich in längeren Zeilen oder in längeren Passagen bilden diese Serifen wie eine Art optische Schiene, über die das Auge angenehm entlang gleiten kann. Die Leserlichkeit wird dadurch eben besser. Problem bei serifenbetonten Schriften ist, dass sie unterhalb der Standardgröße bei Browsern von 16 Pixeln schwerer lesbar werden. Deswegen haben sich bei Fließtexten im Netz im Prinzip die serifenlosen Schriften etabliert. Es gibt aber auch durchaus findige Designer, die anfangen, serifenbetonte und serifenlose Schriften zu mixen, indem sie zum Beispiel, wenn sie ein bisschen klassisches Layout erzeugen wollen, serifenbetonte Überschriften nehmen und für die Fließtexte serifenlose Schriften. Also darüber einfach mal wirken lassen, ausprobieren und gucken, wie wirkt denn meine Schrift in meinem Layout. Ein ganz grober Fehler, ich versuche nur das Gröbste anzusprechen, ist Blocksatz im Web. Kaum eine Webseite verdient es, dass ihr Text in Blocksatz dargestellt wird. Warum? Warum ist das so schlimm? Weil Browser eben gar keine Silbenumbrüche kennen. Die Wörter werden nicht umgebrochen und lange Worte werden eben immer dargestellt, ohne Umbruch. Das letzten Endes erzeugt diese riesigen Lücken, die ihr hier seht, und das sieht einfach nicht schön aus. Das ist das Gegenteil von dem, was Blocksatz eigentlich erreichen will. Blocksatz will eigentlich ein harmonisches Schriftbild erzeugen und das ist das Gegenteil davon. Und je schmaler so eine Spalte wird, desto schlimmer wird dieser Effekt. Also am besten seid ihr im Prinzip aufgehoben, wenn ihr Text links ausgerichtet im Flattersatz laufen lässt. Flattersatz ist das, was ihr hier seht. Also horizontal links ist die Schrift verankert und nach rechts flattert sie wie im Wind eben so lange, wie sie ist. Das ist nicht hässlich, sondern das ist eigentlich sehr spannend und sehr harmonisch und dann lebt die Schrift. Zentriert kann man machen, wenn es einen gewissen Grund hat. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Layout Überschriften zentriert hat oder gerne werden Zitate zentriert. Das kann man machen. Ganze Texte sollte man auf gar keinen Fall zentrieren. Die sollte man links ausrichten und im Prinzip rechts ausrichten kann man so Elemente wie eine Adresszeile, die irgendwo ausgelagert ist. Da spricht im Prinzip nichts dagegen. Aber bei längeren Schriften, die Informationen tragen, ist wirklich Mittel der Wahl der links ausgerichtete Flattersatz. Hier habe ich nochmal einen Block gesetzt, der das so ein bisschen zeigen soll, der harmonisch verläuft und achtet auch immer so ein bisschen auf die Zeilenabstände zueinander. Mit der CSS-Eigenschaft Lineheight könnt ihr die beeinflussen. Es ist fast immer eine gute Idee, die Lineheight etwas zu vergrößern. Dadurch bekommt der Text mehr Luft, kriegt mehr Leserlichkeit und sieht einfach besser aus, lässt sich ähnlich wie beim Flächendesign eben durch mehr Abstand einen besseren Effekt erzielen. Ein Wort noch zur Überschrift. Oft ist es so, dass wenn eine H1-Überschrift umgebrochen wird, dass dann der Zeilenabstand viel zu hoch wird. Dadurch sieht es optisch so aus, als würde die zweite Zeile gar nicht zur ersten gehören, sondern es wären eigentlich zwei Überschriften rein optisch. Da wäre es eine gute Idee, die Lineheight ein bisschen zu verringern, damit ganz klar optisch klar wird, der zweite Satz ist der Umbruch vom ersten und die gehören als Einheit zusammen. Also auch aus dem Flächendesign Sachen, die zusammengehören, ein bisschen näher als die Sachen, die nicht zusammengehören, die können ein bisschen mehr Abstand bekommen. Die Website von T3N habe ich mal rausgesucht als für mich persönlich gutes Beispiel für Typografie, wie die hier funktioniert. Finde ich eigentlich, gibt ein recht harmonisches Bild, mein persönlicher Eindruck. Hier ist auch Werbung drauf, aber die integriert sich auch so, dass er nicht wahnsinnig optisch stört. Das wollte ich einfach mal als ein Beispiel zeigen, das mir persönlich gut gefällt. Meiner Meinung nach ist hier gut mit Typografie umgegangen worden. Letzten Endes ist es so, Content is King. Form follows Function, eine alte Bauhaus-Maxime, also sollte im Prinzip so sein, dass der Inhalt durch die Gestaltung transportiert wird und unterstützt wird und nicht umgekehrt. Letzten Endes zählt der Inhalt, der ist nämlich auch das, was die Suchmaschinen durchforsten, nicht die schöne Gestaltung. Aber wir wollen das natürlich unterstützen
Und weniger ist meist mehr. Das bezieht sich auf die Gestaltung und auf den Inhalt. Nutzloses Weglassen, das wollte ich im Prinzip hier nochmal zusammenfassen. Ich möchte noch schnell auf meine Quellen hinweisen. Das eine ist das Usability, die Usability-Bibel von Steve Krug, Don't Make Me Think, also bring mich nicht zum Nachdenken durch das, was du mir zeigst. Gerrit van Aken, mit dem habe ich zusammen studiert, der ist mittlerweile eine anerkannte Größe in der Webtypografie, hat jetzt auch gerade ein Buch rausgebracht, das Webtypo-Buch kann ich sehr empfehlen. Jonas Helwig hat ein sehr schönes Tutorial über Responsive Web Design gemacht und das Dark Pattern-Beispiel habe ich von Harry Bricknell übernommen. Wer mehr über mich oder meine Arbeit wissen will, findet mich unter www.afusion.de oder wie gesagt am Messeturm mit Frankfurt. Kommt vorbei. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wollte auf jeden Fall nochmal ein Joomla-Logo in meinem Vortrag unterbringen. Vielen Dank. Aus bei FontSquirrel. Also FontSquirrel behauptet, so viel ich weiß, von sich selbst, dass die Lizenzen dort, dass man die Schriften verwenden darf. Es gibt allerdings zu jeder Schrift auch nochmal, so viel ich weiß, unterschiedliche Lizenzhinweise. Also man sollte das auf jeden Fall nochmal lesen, aber ich glaube, man ist auf der relativ sicheren Seite, ohne dass ich jetzt Rechtsanwalt bin, dass man diese Schriften benutzen darf. Aber wie gesagt, es gibt auch nochmal Lizenzhinweise dazu im Einzelnen. Aber FontSquirrel nimmt eigentlich für sich in Anspruch, dass man diese Schriften benutzen kann. Ja? Du hast ja gerade angesprochen, den Blocksatz. Nutzt du die Funktion Hyphens? Welche Funktion? Hyphens, also für CSS-Funktionen, wo eben die Silbentrennung dann möglich ist. Nee, also ich hab mich ein bisschen mit dem Thema befasst und war zu der Erkenntnis gelangt, dass die Browser noch nicht so weit sind, dass sie das alle einheitlich interpretieren können. Also ich habe schon mal eingesetzt und ich fand das eigentlich schon ziemlich klasse, wobei ich nicht sagen will, dass das jetzt abwärtskompatibel bis XY geht. Hast du das auch mal mobile getestet? Ja, auch da funktioniert es, aber ich habe gesehen, dass der Opera Mini, der auch manchmal eingesetzt wird, das wohl nicht kann bisher und noch andere auch nicht. Ja. Aber es ist eben schon eine Desktop-Alternative, wie ich finde. Ja, also es wird in der Tat im Moment vermehrt daran gebaut, Silbentrennung in Browserfunktionen zu integrieren. Es ist natürlich eine riesen Herausforderung, weil das muss natürlich auch für diverse Sprachen funktionieren. Aber die Technik geht weiter. Ich schätze mal, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, wo wir das auch wirklich übergreifend für verschiedene Sprachen einsetzen können. Dann ist es natürlich eine tolle Sache. Und ich weiß, wie hieß die Funktion, die du gerade... Hyphens. Hyphens. Also H-Y-P-H-E-N-S. Okay, sagt mir jetzt nichts, aber das scheint eine Alternative zu sein, um Silbentrennung nachrüsten zu können. Zu Webfonts noch. Also bei Google ist es ja auch tatsächlich so, um darauf zu kommen, was der Kollege da gerade sagte, die sind auch wirklich frei verfügbar. Man darf auch Logos damit bauen und die nutzen. Ja. Also da geht es auf jeden Fall. Auch da habe ich schon Stimmen gehört, dass ich manchmal bei FontSquirrel Probleme, eben darum, es gibt viele Typografen, oder nennen sich Typografen, die nehmen eine bereits etablierte Schrift und bauen die ein bisschen um. Also die gestalten eine bestehende Schrift, die ein Typograf für einen angemessenen Preis verkauft, machen die so ein paar kleine Änderungen, machen vielleicht hier ein Häkchen, dann da ein Häkchen und geben das dann wieder als eigene Schrift. Und wenn sowas dann in FontSquirrel natürlich am Ende landet, dann ist das problematisch, weil dann natürlich geistiges Eigentum gestohlen wird. Also ich gebe recht, eigentlich soll das so sein, aber im Einzelfall kann es auch mal Probleme geben. Ich will mich bei Google Fonts, ja. Also da soll es auf jeden Fall so sein. Ja, okay. Ich hätte noch eine Frage und zwar vom Design her. Wo geht denn der Trend hin, vom Design her gesehen, mit großen Bildern oder wieder zurück zu irgendwie lauter kleinen Bildern mit vielen Infos? Oder hast du da irgendwie ein Gefühl, wo da momentan so ein bisschen der Trend hingeht, damit wir da
Ja, also Trends kommen und gehen natürlich. Wir alle wissen, dass wir mal begeistert waren von Web 2.0. Jeder Schalter musste Schatten haben und Farbverlauf und alles musste irgendwie noch gespiegelt sein. Und das war total hip. Und irgendwann hatte sich das halt einfach satt gesehen. Man wollte das nicht mehr. Dann ist der Trend wieder verschwunden. Dann durch Apple auch wieder mal natürlich diese fotorealistische Gestaltung, Skoymore, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, weiß jemand, wie man es ausspricht, skoyromorphisches Design oder wie das heißt, sorry, wenn es falsch ist, wo eben alles fotorealistisch ist, zum Beispiel diese Blöcke, die man im iPhone beschreiben kann, die dann tatsächlich oben abgerissenes Papier haben oder Leder, was eingenäht ist, was so aussieht, als wäre es eingenäht. Da gibt es jetzt aktuell den Trend des Flat-Designs, das sich da gegenüber etabliert hat, wo man eben sagt, man lässt diesen ganzen fotorealistischen Gestaltungselemente raus und macht wieder ein ganz plaines Design. Die Wahrheit liegt oft irgendwo dazwischen. Also wenn ich finde Flat-Design sehr spannend, aber ich will trotzdem, dass mein User erkennt, dass ein Button ist. Wenn ein Button jetzt nur noch ein farbiges Kästchen ist mit Schrift drin, dann weiß ich nicht unbedingt, ob jeder sofort versteht, dass er da draufklicken kann. Also Trends ja, aber man muss halt auch so ein bisschen, man muss nicht allem hinterherrennen, was es so gibt. Und Foto, da geht der Trend ganz klar zu Großbildern hin. Warum? Natürlich, die Performance wird immer besser, die Bandbreite wird immer besser. Es gibt mittlerweile schicke kleine JavaScript-Lösungen, die zum Beispiel Hintergrundbilder immer im richtigen Verhältnis aufspannen und sowas. Es wird viel mit großen Bildern derzeit gearbeitet und da das natürlich auch ein optisches Medium ist, könnte ich mir vorstellen, dass das auch weiterhin so bleibt erstmal. Also ich glaube nicht, dass da der Trend wieder eher zur Kleinteiligkeit und weg von Bildelementen geht. Mal schauen, spannend. Ich habe noch eine Frage zu professionellen Schriften, die man also kauft. Da gibt es ja verschiedene Modelle auch. Was ist da Ihrer Meinung nach empfehlenswert? Also mehr so ein Mietmodell oder eben die Schrift komplett kaufen? Also komplett kaufen, also man spricht bei Schriften von Schriftfamilie, wenn die verschiedene Schnitte hat, also das bedeutet, es gibt sie in einem regulären Schnitt, also die ganz normale Schrift, dann gibt es sie in Fett, dann gibt es sie in Kursiv. Würde ich nicht empfehlen, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel Kursiv nicht brauche, dann würde ich, wenn ich die Möglichkeit habe, eben diesen Schnitt nicht mitkaufen, sondern dann würde ich nur wahrscheinlich Geld für das, was ich brauche, ausgeben. Ansonsten, also die Frage ist, was würde ich da empfehlen? Also habe ich die damit schon beantwortet oder noch nicht so recht? Dass die also nach der Webseite und nach der Performance der Webseite sozusagen gezahlt wird. Und es gibt eben Schriften, die kauft man dann als Lizenz eben für eine Seite zum Beispiel. Also ich bin einfach so ein Typ, der würde das dann eher dafür kaufen, dann auch ständig einzusetzen ohne Performance oder sowas, weil das weiß ich ja gar nicht, wie sich das entwickelt. Und wenn ich denn schon eine Schrift kaufe, dann will ich die auch besitzen und dann will ich die gerne auch in mehreren Projekten einsetzen können und will die nicht domaingebunden haben oder so. Aber ich glaube, das ist einfach eine Typfrage. Also da kann ich jetzt nicht sagen, das ist die beste Lösung für mich persönlich irgendwie. Wir haben jetzt hier alle das gleiche Problem, dass wenn ein Kunde eine Idee hat von seiner Webseite, dass er meint, wir können die gestalten und dass seine Gestaltungsmerkmale, die er gefühlsmäßig da vorträgt, in irgendeiner Art dann auch umgesetzt haben möchte. Und dann kommt eben Designer und sagt, ja, also der Kunde wird das anders sehen, den du da ansprechen möchtest. Wie gehst du da vor? Versuchst du ihn irgendwie ins Boot zu holen, zu überzeugen, mit entsprechenden Regeln, die es gibt, wie goldener Schnitt, sonst irgend sowas, aber es ist schon manchmal recht schwierig, den dazu überzeugen, dass er da eine Vorstellung hat, die seine Kunden vielleicht nicht so sehen. Ja, das ist in der Tat eine gute Frage, weil das eben sehr, sehr schwierig ist, denn auf der einen Seite muss ich ja, meistens ist es ja der Chef oder Abteilungsleiter oder was auch immer, muss ich ihm klar machen, dass seine Idee wirklich schlecht ist. Das ist schon mal ein sensibles Thema. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch mit einer Argumentationskette kommen, die ihn überzeugen kann. Man kann da durchaus an seine Grenzen stoßen und dann muss man für sich selbst entscheiden, will ich den Job machen oder will ich den nicht machen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man auf einer sachlichen, freundlichen Ebene gut argumentiert, dass sich auch solche Leute oft überzeugen lassen. Wenn man eben auch wie ich es jetzt in meinem Vortrag versucht habe, also auch mal Beispiele finden, die meine Argumentation untermauern und ihm zeigen. Oder auch sehr gut, wenn ein Konkurrent sowas schon hat, der gut funktioniert,
wo man sagen kann, ja, also vielleicht sollte man, wo sie doch hier jetzt blau sind, sollte man die Webseite eben nicht gelb machen, nur weil das gerade die Lieblingsfarbe ihrer Frau ist. Ja. Also so Fälle hatte ich schon. Ich hatte schon fertig ausgearbeitete Designs, die schon quasi abgenommen waren. Und der Kunde rief mich an und hat gesagt, ja, ich habe das mal meiner Frau gezeigt, aber die mag Rot halt viel lieber. Scheiße. Was macht man da? Also wirklich, ja. Also das ist genau dieser Punkt. Also man muss auch Nerven bewahren. Wir hatten vorhin bei Security, don't panic. Das kann ich da auch nur, also ich bin da auch manchmal so, wenn man Gestalter ist und man steht natürlich dann auch voll dahinter und man liebt es ja dann auch, was man da gemacht hat und dann kommt sowas, dann will man natürlich, dann fällt der Glauben von einem. Aber man muss einfach professionell bleiben, sagen, ja, Rot, stimmt, Rot ist eine schöne Farbe, ich mag das auch im Herbst, wenn sich das Laub rot färbt, aber sie haben nun mal als Corporate Design Farbe blau und dann fange ich an zu argumentieren. Und die rote Laterne hängt eben nicht bei Ihnen, sondern woanders. Ja, ja. Also versuchen da drumherum zu klippen. Danke, ja. Alle happy? Vielen Dank.